Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Heute ist mein Aufgebraucht-Video. Diesen Monat ist echt nicht so viel geworden. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Aber bestimmt darauf nächsten Monat, weil mein Shampoo ist fast leer, mein Duschgel ist fast leer. Es ist dann nächste Woche wieder schon einiges in der Box drin, aber ich wollte das auch schon mal trotzdem abdrehen. Wir fangen an mit den Beauty-Produkten und enden dann mit den Haushaltsprodukten. Wen das dann nicht interessiert, kann gerne dann weiterschauen, irgendwas anderes dann, ein anderes Video von mir oder so. Aber wir fangen jetzt an mit den Beauty-Produkten und ja, als erstes fangen wir an mit einer Bodylotion von Alverde, dieses Wolke 7. Körperlotion, das war mit Kokos und das roch wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich von der Nicole bekommen letztes Jahr zum Geburtstag. Das habe ich mir so lange aufbewahrt. Das roch so gut nach Kokos. Es hat sich schnell eingezogen. Und ich hatte letztens beim Aufräumen gesehen, dass es nur noch bis 2021 gültig ist. Deshalb musste ich das jetzt aufbrauchen und habe es jetzt aufgebraucht. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Aber es war wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir vom BB Waschgel. Und zwar mit Aprikosenextrakt. Das normale gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich finde das ja auch nicht schlecht. Wie sich das anhört, ne? Das riecht sehr, sehr gut nach Aprikose, finde ich. Und ich schminke mich immer damit unter der Dusche ab. Und ja, ich kann da gar nicht meckern oder so. Ich finde das gut. Fand das andere auch sehr gut. Jetzt gibt es nur das mit Aprikose. Kaufe ich mir trotzdem. Einmal ein Duschgel von meinem Freund Nivea Men. Dieses Protect und Care, das mag er sehr gerne. Mit Aloe Vera ist das. Biologisch abbaubare Formel. Ja, das mag er wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von Nivea Fresh Natural ein Deo aufgebraucht. Und habe ich das nochmal? Nee, ich habe jetzt ein anderes. Aber ich liebe diese Nivea Duschgel. Deos. Sehr, sehr gerne, weil ich hatte jetzt eins von 8x4. Geht gar nicht. Also ich habe mich schon gewundert auf der Arbeit, wie ich auf einmal schwitze, obwohl ich sehr, sehr selten schwitze oder fast gar nicht schwitze. Und das lag an dem Deo. Das hat mich überhaupt nicht geschützt. Und ich habe es jetzt aussortiert. Und ja, das 8x4 Deo ist schon zu jemand anderem unterwegs. Aber das hier ist wirklich sehr gut. Dann habe ich von Isana Maxi Wattepads Clean und Peel 40 Stück. Die Wattepads einmal aufgebraucht. Ich liebe diese Wattepads. Ich kann mich von denen noch nicht trennen. Ich möchte gerne zu diesen waschbaren Pads umsteigen für die Augen und sowas, ne? Aber mein Tonic und so möchte ich momentan noch damit verwenden. Wenn es das dann nicht mehr im Sortiment gibt, dann werde ich auch daraufhin umsteigen. Aber zurzeit werde ich mich hiermit abschminken und das hier werde ich trotzdem noch für mein Gesichtswasser oder für meinen Tonic dann verwenden. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht von La Roche-Posay und zwar das Lippy Car. Das sieht so aus, das war so ein geiles Duschgel. Das ist eine rückfettende Duschcreme, Juckreizmildernd so. Und zwar ist das so ein geiles Duschgel. Ich habe ja durch meine Allergie immer wieder mal, ja, juckende Haut, würde ich mal sagen. Ich bekomme sehr schnell Ausschläge, wenn ich das Essen esse, was ich nicht darf. Und dieses Duschgel hat das so verhindert. Das hat meine Haut so weich gemacht. Das war wie eingecremt nach dem Duschen. Und ich habe dieses Duschgel wirklich sehr, sehr geliebt. Das ist auch nicht ganz so günstig. Ich glaube, das kostet bei uns um die 10 Euro, würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt von der Vertreterin gratis bekommen, weil ich da bei einer Schulung mitgemacht habe. Habe ich das gratis bekommen, habe es getestet, für gut befunden. Dann habe ich hier von BB Crunchy Vanilla ein Lip Scrub aufgebraucht. So sieht das aus und zwar war das hier so ein Peeling drin und es hat so ganz künstlich gerochen. Das war überhaupt nicht meins, wenn man das so aufgetragen hat. Es hat sehr gut gepeelt, so ist das nicht, aber ich fand diesen Geruch irgendwie ganz komisch. Leckerer Duft steht hier zwar, aber nee, war nicht meins. Ja,
Gepeelt hat es trotzdem sehr, sehr gut. Aber dieser Geruch und das war zu süß. Also wenn das in meinen Mund oder so reinkam, war das zu süß. Deshalb war das nicht wirklich was für mich. Dann habe ich von Alverde eine intensive Handcreme mit Bio-Granatapfel aufgebraucht. Das war ja in dem Adventskalender. Und das war echt so lecker. Das war so lecker. Das hat nach Buttercakes oder sowas gerochen. Also auf jeden Fall nicht nach Granatapfel. Ich fand, das hat echt nach Kekse gerochen. Mein Freund fand das nicht so gut, aber ich habe das wirklich sehr gefeiert. So, dann habe ich von Balea Duschpeeling Sense of Magic mit Beeren und Vanille aufgebraucht. Das sieht so aus. Jetzt ist die Flasche ein bisschen zerquetscht. Keine Ahnung, ich kriege die nicht richtig auf. So sieht das aus. Das war, ja, das hat so gut nach Beere gerochen und hier kann man ein bisschen erkennen, das waren so ganz kleine Peelingkörner und ich finde, dass es nicht wirklich ein Duschpeeling ist. Also man kann das, wenn man das auf den Duschschwamm drauf gibt, dann ist das richtig gut. Das schäumt auch wie ein Duschgel, aber als alleinige Peeling finde ich das nicht so gut. Also es peelt nicht so gut die Haut wie ein normales Peeling. Deshalb würde ich sowas als Duschgel verwenden, aber nicht als Peeling. Ich habe sowas wieder in der Dusche stehen. Aber dann denke ich mir, ich will auch mein Duschgel verwenden und nicht das als Duschgel, sondern ich will das eigentlich als Peeling. Aber es schäumt auch so, so krass auf der Haut und ja. Ja, sowas würde ich eigentlich nur als Duschgel verwenden, meiner Meinung nach. Genau, hier steht auch Tuba aus 50% Recycle-Material. Ohne den Deckel. Jetzt muss ich versuchen, den blöden Deckel. So, jetzt. Den Deckel abzumachen. So. Muss ich mir zur Seite legen. So, womit machen wir weiter? Mit Masken. Ich habe zu wenig Masken aufgebraucht, eigentlich. Für meine Verhältnisse. Diese Augen-Hydro-Pads von Isana Star, kühlend und glättend mit Koffein und Kokosnussextrakt. Ja, die haben sehr, sehr gut gekühlt. Und auch diese Form mit dem Stern hier am Ende fand ich auch sehr interessant und sehr, sehr gut. Ja, aber ja, gekühlt haben die sehr, sehr gut. Aber ich fand jetzt nicht, dass die da irgendwie was verändert haben oder so. Ja. Habe ich hier noch Augenpads, ja. Und zwar die Hydrogel Under Eye Mask von Action hier. Keine Ahnung, welche Marke das ist. Waren kühlend, nur immer runtergerutscht. Ja, am Anfang, ich habe mir die drauf gemacht und sind mir immer wieder runtergerutscht. Das war natürlich doof, ne? Sahen richtig süß aus, auch hier mit Herzen am Ende und so. Habe ich auch noch mal da mal gucken, aber die sind mir immer weiter runtergerutscht. Am Ende waren die dann trocken, dann konnten die nicht mehr runterrutschen, aber ja, ich guck mal. So, dann habe ich, es klebt voll zusammen, diese Cucumber Under Eye Pads, die liebe ich und habe ich 10.000 Mal da. Dann habe ich eine Haarmaske aufgebraucht von Deep Conditioning. Don't be a prick, Cactus Hair Mask vom Action. Die fand ich gut. Die hat sehr gut gerochen. Hat die Haare auch danach super weich gemacht. Ich habe die Maske viermal verwenden können. Das war echt viel, 50 Milliliter. Das soll Feuchtigkeit bringen. Und ich fand diese Maske wirklich sehr, sehr gut. Wo steht das? Feuchtigkeitsspendende Haarkur mit Kaktusblütenextrakt und Avocadoöl. Die Kur nach dem Waschen auf das feuchte Haar auftragen und einmassieren habe ich jetzt vorher immer gemacht. Ich habe das jetzt nicht auf das nasse Haar, sondern auf mein trockenes Haar drauf gegeben und dann bin ich damit duschen gegangen. Hat auch sehr gut funktioniert. So, dann habe ich hier noch eine Peel-Off-Maske vom Action. Das war die zweite Seite. Das war so eine blaue Peel-Off-Maske und die ist sehr gut. Die hat meine Pickel ausgetrocknet. Glitter-Glow-Maske war das. War wirklich sehr gut. Pickel austrocknend 1A. Dann habe ich diese Stressmaske gemacht und habe mir draufgeschrieben, tolle Feuchtigkeitsmaske, etwas. Was habe ich geschrieben? Feuchtigkeitsspendende Maske. Achso, etwas klein an den Augen geschnitten, aber sonst toll.
Ja, diese Maske hat mir wirklich auch super gut gefallen. Dann haben wir Isana Happy Age Maske. Glättet sofort feine Linien, Kollagen und Traubenkernextrakt. Eine tolle Maske, war reichhaltig, hat das Gesicht weich gemacht. Ja, die war wirklich sehr, sehr reichhaltig. Also danach habe ich mich auch gar nicht eincremen brauchen für den Abend oder so. Dann hatte ich meine Isana Sun Tzu Maske aufgebraucht. Die geht hier jetzt aus dem Sortiment. Ich wurde aber sehr, sehr gut von netten Menschen versorgt. Und ja, die geht leider aus dem Sortiment, was ich gar nicht verstehen kann. Das ist so eine geile Maske mit Ginseng, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Das ist eine koreanische Maske, die super mega viel Feuchtigkeit spendet. Und ich verstehe gar nicht, wie man so eine geile Maske aus dem Sortiment nehmen kann. Also macht für mich gar keinen Sinn. Aber ich bin sehr gut versorgt mit der Maske. Dann habe ich mich getraut, von Action diese Disney-Maske aufzubrauchen, weil ich mir ja auch einige gekauft habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich auch mal ein bisschen dann aufbrauchen. Und dann habe ich diese Ariel-Maske. Da habe ich mir draufgeschrieben, etwas zu groß an der Stirn, aber danach sehr weich die Haut und sieht super süß aus. Es war eine Maske, da hatte man so Muscheln auf dem Gesicht drauf. Und ich habe diese Maske wirklich sehr gut gefunden. Ich dachte mir dann noch, am Ende wäre die Maske scheiße gewesen, hätte ich die auch öfters nochmal im Backup. Das wäre auch scheiße, ne? Habe ich gar nicht dran nachgedacht, sondern einfach gekauft, gekauft, weil es Disney ist. Ja, dann habe ich nochmal andere iPads von Judith Williams. Die waren reduziert, die habe ich mir gekauft. Hydrating Pads. Das waren so dicke Brummer, also die waren echt so groß, wie das hier ist. Also das waren richtig krasse Dinger. Die haben sehr gut gekühlt, aber das waren jetzt nicht die besten Pads. Also für den Preis 2,95, dann würde ich mir lieber die Cucumber-iPads kaufen. Ja. So, kommen wir zu den ganzen Ampullen, die ich aufgebraucht habe. Ach nee, ich habe noch eine Maske. Von Isana eine Tuchmaske mit Kokos- und Granatapfelextrakt hier mit dem Bär. Ich habe mir geschrieben, eine süße Maske, viel Serum. Die Haut war super, super weich. Da waren so Schneeflocken und was war da noch drauf? Beeren drauf. Auf der Maske super süß. Die hat mir so gefallen. Ich glaube, ich habe die nochmal, bin mir aber nicht sicher. So, dann habe ich ein paar Ampullen aufgebraucht. Und zwar einmal von Vichy diese Ampulle. Mit Liftaktiv Peptide 10 Anti-Age. Okay, ich habe davon jetzt nichts gemerkt, dass es jetzt Anti-Age war. Keine Ahnung. Aber das war so eine Ampulle. Und dann konnte man sich so ein Teil hier drauf machen und dann das so in die Hand kippen. Und dann hatte man hier so ein Teil zum Zumachen, dass da nichts reinkommt, weil die Ampulle habe ich jetzt öfters verwendet. Mir wurde zwar letztens geschrieben, dass man die nicht wieder verwenden sollte, dass es eine einmalige Sache ist mit den Ampullen, aber das ist mir einfach zu viel. Wieso soll ich mich denn quälen und denn die ganze Ampulle draufklatschen und alles nass, ne, und warten, bis es eintrocknet? Ja, nee, das ist mir einfach zu viel. Ich verwende die Ampulle zwei, dreimal. Und gut ist, ne? Dann habe ich diese Akaya, da ist was ausgelaufen. Akaya-Ampullen, die waren ja in dem Glossybox Adventskalender. Das waren drei Ampullen, die sind auch noch drinne. Einmal mit ganz viel Glitzer. Also, das war ja echt. Sieht man das? Ja, Glitzer pur. Habe ich mir drauf geschrieben. Wo habe ich mir das? Ach, hier. Alle riechen wie im Spa-Bereich. Also, oh, runtergefallen. Die haben so gut gerochen nach Spa. Also, das war echt nicht normal. Aber dann habe ich mir drauf geschrieben, die blaue Ampulle. Also, da war eine blaue. Hyaluron Plus. Das war die hier. Da habe ich mir drauf geschrieben, die blaue Ampulle hat wie Spa gerochen und Feuchtigkeit gegeben. Goldene Ampulle, grober Glitzer und die war seifig. Meine Katze ist wieder hier im Spielen. Die war wirklich sehr seifig und dieser Glitzer,
Hat sich auch auf der Haut verteilt. Konnte man das dann unter Make-up nicht mehr so gut sehen, aber trotzdem war mir das irgendwie mit dem Glitzer zu doof. Und die Kollagen Plus war auch in Ordnung. So, dann habe ich die Ampulle Balea Aqua Express Shot aufgebraucht. Die Ampulle müsste irgendwo noch drin sein. So, feuchtigkeitsarme Haut. Die fand ich in Ordnung, aber jetzt auch nicht der Knaller. Dann habe ich Schäbens Overnight Boost Serum aufgebraucht. Das waren so drei Dinger, die man so knicken konnte. Und dann sich dann so einzeln, zum Beispiel, man konnte das so einzeln hier abmachen. Ich habe das jetzt so dran gelassen. Die fand ich so, so gut. Die haben, hier steht Nachtpower Effekt mit Hyaluronsäure. Ich habe mir die abends aufgegeben. Die haben so gut nach Lavendel gerochen. Also nicht dieses penetrante Lavendel, sondern dieses angenehme Lavendel. Die Katze ist wirklich am Ausrasten. Ja, das hat so gut gerochen. Dank der lieben Steffi habe ich das nochmal da. Das war ja jetzt gerade in der Glossy Box drin und ich freue mich über sowas. Dann habe ich von Lebo Gesichtswasser aufgebraucht und das war wirklich so, so gut. Das habe ich echt gefeiert. Das enthält ja einen Stoff. Und zwar wirklich nur einen Stoff. Neutrosterolit. Und ja, dieses Wasser ist wirklich sehr, sehr gut. Es riecht ein bisschen nach, ja, Schwimmbad, würde ich mal sagen. Also die ersten Male hat man den Geruch so extrem gemerkt, aber danach nicht mehr. Es hatte die Pickel, die unter der Haut noch waren, die nicht rausgekommen sind, rausgeholt. Erstmal kamen die dann raus, und dann waren die aber weg und es war wirklich sehr, sehr gut. Diese Flasche werde ich dann demnächst zurückschicken an die Firma, weil die verwenden die Flasche nochmal, indem die die sauber machen und nochmal verwenden. Und ich finde das eine super tolle Idee und ja, da mache ich sehr gerne mit. Dann habe ich von Balea ein Duschöl aufgebraucht für meine Schwämme und ich glaube, da ist was ausgelaufen, weil die Flasche voll ölig ist. Und ja, man sieht, da ist noch was drin, obwohl das gar nicht, da kam nichts raus beim letzten Mal. Aber ich schmeiße das jetzt weg, weil es so eklig ist. So, was habe ich denn noch? Ich habe einmal von Dr. Hauschka eine Tagescreme aufgebraucht. Und zwar war das mit Melissenextrakt. Ich fand, dass es nicht mein Geruch ist. Aber ich wollte es aufbrauchen, weil es jetzt 4,21 verfällt. Aber es war nicht mein Geruch und werde ich mir nicht in groß kaufen. Dann habe ich zwei Zahnpasten, einmal Odolmed 3. Ist jetzt gerade voll laut draußen, ne? Ja. Die war gut und einmal White Now von Signal. Die war zu gut. Also das war meine Lieblings Zahnpasta. Das war so eine komplett blaue. Ich habe die richtig gefeiert. Die muss ich auch noch mal kaufen. Genau, die zwei. So, ich habe noch mal Ampullen von Barbour gefunden. Hydra Plus. Da waren sieben Ampullen drin. Genau, da waren sieben Ampullen drin. Die sind noch drin. Und die waren gut. Haben gut Feuchtigkeit abgegeben und ja, ich glaube, ich habe die sogar noch mal da, bin mir aber nicht sicher. Dann habe ich von Avène Xeracalm diese rückfettende Abschminköl nicht gekauft, ausprobiert. Genau, da habe ich auch noch mal eine da. Damit habe ich mich einfach unter der Dusche abgeschminkt. War ganz nett, es war ohne Duft, ist auch für Allergiker gedacht und so, für empfindliche Haut. Ja, war jetzt nicht so meins, weil ich mag das auch gerne mit Duft, ne? Das ist einmal die Ampulle noch von eben, diese Isana Shot. So, dann habe ich einmal eine Parfümprobe von Burberry aufgebraucht, Her. Die habe ich auch mir in groß, also das Parfüm nachgekauft, aber da kommt nichts raus bei dem Kleinen jetzt. Ist noch was drinne, aber es kommt nichts raus. Seht ihr das? Voll traurig. Ja, das ist so ein geiler Duft. Ich habe mir das nachgekauft. Ich liebe diesen Duft. Dann von Lancôme eine Foundation in 03 Beige Diafan als Probe. Ich hatte das schon mal gehabt und ich liebe diese Foundation. Die muss ich mir auf jeden Fall mal kaufen.
Von Cyan eine Mascara ist leer gegangen. Das war so eine geile Mascara. Es hatte so ein dickes Bürstchen gehabt und zuerst kam ich damit nicht klar, aber danach war das so gut. Die krümelt jetzt. Die war danach so, so gut und ich habe die wirklich sehr gefeiert. Die hat so lange Wimpern gemacht und auch die Wimpern getrennt. Ich habe diese Mascara geliebt, gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Oh, jetzt ist was runtergefallen. Egal. So, dann habe ich was aussortiert und zwar von Catrice. Ich muss das einmal schütteln. HD Liquid Foundation in der Farbe Nude Beige 020. Die sieht so aus. Leider muss ich die aussortieren. Ich habe es versucht. Ja, ich habe es wirklich versucht. Das ist so mit Pipette und das ist so eine flüssige Foundation und ich habe es wirklich versucht. Ich habe 1,5 Wochen mich damit geschminkt und sah auch dementsprechend aus immer. Die hat echt so, so sehr, ja, fleckig. Die war so fleckig. Ich kam immer wieder nach Hause und mein Freund sagte, wie siehst du aus? Erstmal habe ich zu viel genommen, dann dachte ich, ich muss ein bisschen weniger nehmen. Habe ich auch gemacht, aber es war trotzdem nicht so gut. Deshalb sortiere ich die aus. Vielleicht freut sich jemand anderes darüber. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu Haushalt. Einmal diese Wattestäbchen von Ebelin. 300 Wattestäbchen habe ich aufgefüllt und ja, ne? Deshalb, das kommt gleich in Papier, in die Papiertonne. Dann von Dontodent ein Zahnband aufgebraucht. Es war jetzt nicht das Beste. Das steht jetzt mit Minze. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und dieses Teil hier, das hat nicht so gut abgeschnitten. Also abgemacht, ne? Ja, ich hab's mir, ich bin so doof und habe das nochmal nachgekauft, weil die Verpackung anders aussah. Und ich dachte, das ist was anderes. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich habe auf jeden Fall das aufgebraucht. Fand es nicht gut. Dann von Sidolin streifenfrei habe ich einmal Glasreiniger nachgefüllt. Und ja, die Flasche verwende ich jetzt nochmal. Solange die funktioniert, kann man sowas machen. Aber sowas finde ich auch bei uns nicht so oft im Laden. Immer ist es ausverkauft. Dann von Soft Lan eine pflanzenbasierende Wäschepflege aufgebraucht mit Leinenblüten. Und ich fand, dass es so gut gerochen hat. Dieser Duft, das war echt zu gut. Frisch gewaschene Wäsche einfach. Es hat mir echt sehr gut gefallen. Und Flasche ist auch aus 100% recyceltem Plastik. Recycelbarem Plastik. Das ist, wenn man schnell reden möchte, weil wir gleich noch einkaufen müssen. Deshalb bin ich ein bisschen unter Stress sozusagen. Dann will man schnell sprechen und spricht irgendwas aus. So, einmal von Sentinel Handschuhe in Größe S habe ich aufgebraucht. Habe ich aus der Apotheke. Habe ich fürs Putzen benutzt, für Fleisch schneiden, ab und zu mal Knoblauch schneiden. Sowas brauche ich halt. Und ja, sind momentan richtig, richtig teuer, auch bei uns. Kriege ich aber von meiner Arbeitskollegin öfters mal Handschuhe geschenkt, weil die Mama bekommt so Pflegehilfsmittel und dann darf sie sich halt im Monat für 40 Euro kostenlos Sachen mitnehmen und da sind auch die Handschuhe drin und ab und zu mal sagt sie, meine Mutter hat so viele Handschuhe, wenn du willst, ne? Und dann darf ich mir auch die Handschuhe mal mitnehmen. Das finde ich sehr gut. Und dann von WC Frisch Blau Kraftaktiv Blütenfrische diese WC-Steine. Da ist jetzt die letzte drin. Da waren auch zwei drin. Eins ist noch drin. Und blaues Wasser plus kraftvolle Reinigung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Kosmetiktücherbox so. Das sieht so aus. Habe ich von der Arbeit mitgenommen. Das war von diesem Sinopret hier. Ja, gab es gratis bei uns, habe ich mir auch eine mitgenommen und ja. Das war es jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Es sind trotzdem 27 Minuten geworden, werde ich aber trotzdem ein bisschen was wegschneiden. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!